Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Miss Survival. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, heute denke ich, ist es endlich soweit und ich besuche mal die Old West Town und werde dort vielleicht noch den einen oder anderen Schatz finden. Vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall als allererstes ein kleines Base-Update. Da ist nichts passiert, aber hier habe ich die Wooden Walls fertig gebaut und habe eigentlich auch versucht, das so klein wie möglich zu halten. Da oben liegt der Bär. Schön entspannt. Irgendwo soll hier dann noch der Turm hin. Ich muss aber erst überlegen, wohin. Ich denke, die andere Seite passt besser. Und dann hoffe ich mal, dass das hier jetzt alles safe ist, wobei ich mir hier sicherer bin als im Innenhof. Renne ich nochmal eben schnell hin. Denn hier sind ja immer noch diese Teile vom Zaun, wo man von der anderen Seite einfach drüber laufen kann. Dieser hier, da bin ich ja beim letzten Mal nicht drüber gesprungen. Mache ich jetzt mal eben. Und zwar hier, wenn ich hier raufkomme. Ja, okay. Dann kommen die Infizierten, denke ich mal, auch hier rauf. Das ist die einzige Möglichkeit, wo das passieren kann. Da muss ich mir mal überlegen, was ich da hinbaue. Irgendwas. Irgendein Gebäude, vielleicht einfach nochmal ein Holzlager. Das dürfte eigentlich reichen. So vielleicht. Mal gucken, dass da nichts mehr durchkommt. Dann sollte das Ganze hier safe sein. Hier hinten habe ich ja ein Tor vorgemacht. Hoppla, man kann nicht auf die Hütte drauf springen. Okay. Da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, ja, die Infizierten machen diese... Gott, diese Hühner. Ich muss hier einfach weg. Meine Güte, sind die laut. Diese Zäune hier, die zerstören die Infizierten. Aber die Tore... Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass sie die Tore zerstören. Ich habe ja zum Beispiel auch in der Mine nur die Zäune selber gemacht, aber keine Tore. Hier, da stand ich da oben, habe mit einem Scharfschützengewehr hier runtergeguckt und Scott war hier hinter gefangen, weil er sich mal wieder da irgendwo hingebackt hat. Ja, ist ja gut. Und die haben das Tor nicht zerstört. Genauso ist es hiermit. Jedes Mal, wenn ich hier rauskomme, wenn der Nebel war, liegen hier irgendwie 12.000 Infizierte, aber das Tor ist noch ganz. Also könnte das vielleicht tatsächlich so sein, dass es sich bisher auf die Zäune beschränkt und nicht auf die Tore. So, meine Güte. Wie sieht es denn bei mir gerade aus? Ha, Futter, sehr gut, was zu trinken. Das ist auch voll. Ich wollte eine Sache mal eben ausprobieren, bevor es losgeht. Und zwar dieses Auto hier. Das stört ja ein ganz klein wenig, wobei, also ich bin hier eigentlich vorbeigekommen, nachdem ich, kurz das Auto gestreift habe. Ich habe eher die Befürchtung, dass es mir einfach nicht gefällt, wenn ich jetzt das hier wegdonner. Ich müsste vorher versuchen, ob ich das hier auch kaputt machen kann. Weil dann stehen hier einfach diese Tonnen so mitten im Weg herum. Schwierig, schwierig, schwierig. Denn das Auto könnte ich ja abbauen jetzt einfach mit dem Hammer. Ich denke mal, ich werde versuchen hier, damit die da nicht immer so hinbacken, vielleicht nochmal so eine Hütte vorzustellen. Wobei die mir fast schon ein bisschen zu groß ist. Ich glaube, ich kann das jetzt auch noch nicht wirklich gut platzieren, weil das noch nicht komplett fertig gebaut ist. Hey, hätte aber auch irgendwie was. Ein wenig Platz ist hier vorne ja sowieso. Und hier wird man mit dem Auto ja eh nicht hinkommen. Boah, das muss ich mir auf jeden Fall gut überlegen. Was nämlich gut funktioniert, so wie ich mir das... Gott, was drücke ich? Gedacht habe, entweder bleibe ich einfach hier stehen beim Reinfahren. Oder ich fahre halt direkt hier hin. So, und dann kann ich auch easy peasy wenden, um hier dann wieder rauszukommen. Sollte ich das zweite Auto benutzen, fahre ich hier einfach rückwärts wieder rein. Stell den ab. Also da ist eigentlich genug Platz. Ich habe nämlich einfach mal die Wooden Walls hier verkehrt rum hingestellt, damit hier mehr Platz ist und weil es auch anders nicht ging. Hoffe natürlich,
dass das jetzt auch alles klappt und dass hier jetzt nicht irgendwer rüberklettert. Aber wenn da keine Leitern dran sind, sollte das doch eigentlich gehen. So, und jetzt bleibt noch die eine und wichtige Frage. Welches Auto nehme ich mit? A, könnte es natürlich sein. Ach so, den Hammer übrigens. Den bekommt man in, ich glaube, neben diesem weißen Haus. Ist das das weiße Haus, das letzte hier? Oder ist das das freie Grundstück? Na, auf jeden Fall, hier steht ja irgendwo dieses weiße Haus, wo die Tür verbarrikadiert ist, wo man nicht rein kann. Und da ist so ein kleiner eingezäunter Bereich und da findet man dann diesen Hammer hier. Okay, so, jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Also, eigentlich, wenn ich nämlich Möbel, Stuff etc. finde, bräuchte ich den Pickup. Andererseits sind da ja noch Seeker. Ich könnte einfach mit diesem Auto hinfahren und versuchen, die zu erledigen. Ich glaube, es sind immer zwei. Könnte dann aber kein Stuff mitnehmen. Okay, dann ist es ja eigentlich schon fast klar. Dann packe ich mal eben meinen Stuff zusammen, die richtigen Waffen und so weiter. Und dann geht's los. Da bin ich. Jetzt stellt sich nur die eine Frage, wie zum Teufel stelle ich das an? Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt da reinfahre mit dem Auto und dann aussteige, dann bin ich direkt schon im Fokus. Also versuche ich mich mal hier irgendwo lang zu schleichen. In der Hoffnung, dass ich von hier aus dann irgendwo in ein Gebäude kann, um erstmal überhaupt einen Ausblick zu haben auf die Stadt. Das wäre doch mal was. So, ich habe natürlich die Double Barrel Shotgun dabei. Uah, Hilfe, Wolf. Die bislang sich ja wirklich richtig gut... Oh, da ist eine Tür. Gut bewährt hat gegen die Seeker. So, und dann mal kurz Ausschau halten hier. Die laufen ja jetzt hier irgendwie so die Straße auf und ab. Ah, da ist ja auch schon einer. So, ich habe auch ein bisschen Stuff mitgebracht. Ich will nämlich direkt mal was ausprobieren. Keine Ahnung, ob das klappt, aber hey, warum denn nicht? Wobei, die machen die wahrscheinlich sofort kaputt. Aber ich werde es ja sehen. Ja, der ist schon ganz nah. Zack, fertig bauen hier. Perfekt. So, wo ist der jetzt hin? Ah, der ist schon in Alarmbereitschaft. Oh shit. Mach mal auf, Door hier. Ja, der läuft da jetzt wild durch die Gegend. Also ich bin auf jeden Fall schon in Reichweite. Das ist ein bisschen nervig, muss ich ja ehrlich sagen. Könnte ich jetzt hier eigentlich auch rüber? Nee, schade. Hätte die vielleicht da vorne hin machen müssen. Damit ich da rüber springen kann. Oder ich könnte dort noch welche hinmachen. Wie viele habe ich denn noch? Es würde nur für ein Tor reichen. Oh, ein Tor. Könnte klappen. Halt die Frage, wer baut das fertig? Ja. Das ist natürlich wirklich ein bisschen ärgerlich, denn ich wollte ja schon die hier zu mir locken. Machen wir erstmal die Tür zu, in der Hoffnung, dass die keine Türen aufmachen können. Und ja, gelootet wird auf jeden Fall später. So, 5 brauche ich noch. Mist, ich kann die auch nirgendwo sehen. Doch, da sind sie wieder. Oder einer zumindest. Okay, okay, der ist gerade auf Abwägen. Okay. Jetzt bin ich doppelt gesichert. Oder auch nicht. Das weiß ich halt erst, wenn ich es ausprobiert habe. Okay. Ich mache mal ein Tor nach da auf. Und dann renne ich jetzt vielleicht erstmal auf den Schulbus. Habe ich überhaupt noch eine Schutzweste an? Das hätte ich vielleicht vorher mal... Ah, bisschen noch. Dann springe ich jetzt
voller Elan zum Schulbus rüber. Ich hoffe, hier kann man nicht hochspringen. Also, ich hoffe, die Seeker können das nicht. Dann warte ich mal einen Augenblick. Ansonsten schneide ich das einfach, damit das nicht so lange dauert. Denn die müssten ja jetzt hier gleich um die Ecke kommen. Also einer von der Seite. Und, oh, ich sehe da hier Deko-Stuff. Hoffentlich kann man das mitnehmen. Ja, gut. Ich mach's mir mal hier gemütlich. Toll, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Again. Alles klar. Da kommt der Erste. Hat mich aber noch nicht auf dem Schirm. Shit. Der darf jetzt aber auf jeden Fall nicht verschwinden. Das heißt, ich muss jetzt schießen. Ich hoffe, ich treffe den jetzt überhaupt. Keine Ahnung, ob ich ihn getroffen habe. Ich glaube, ich treffe nicht richtig. So ein Mist. Habe ich mir ja super Platz ausgesucht. Ah, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Geil. Boah, und nochmal getroffen. Okay, der ist schon mal down. Heiliges Blechle. So, und jetzt heißt es auf den zweiten warten. Der müsste eigentlich von da kommen. Und schon wieder Telefon. Uno Sekundo. Ah, Göttchen, ja, das macht so richtig viel Spaß, hier oben rumzudümpeln. Ah, ich habe immer zwischendurch das Gefühl, ich höre was, aber dann irgendwie doch nicht. Und ich glaube, ich muss jetzt runter. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Ich versuche mal da reinzulaufen, denn der zweite Seeker, der war ja eigentlich hier auf dieser Seite. Kann mich natürlich auch komplett irren, aber... ich renne einfach mal. So, hello. Oh, hier gibt es schon mal die erste Kiste für mich. Das ist ja wundervoll. Stellen wir schon mal hier bereit. Da kann ich dann ja doch schon mal ein bisschen looten. Wo bin ich hier überhaupt gelandet? Steht wahrscheinlich vorne dran. Und yes, man kann es mitnehmen. Boah, wie geil. Ah, ich höre, ich höre. Hört ihr auch? Oh, shit, wo ich die jetzt gerade mal sehe. Ich hab das einfach vergessen. Die Molotow-Cocktails habe ich einfach vergessen. Wo ist denn der jetzt? Jetzt höre ich den laut und deutlich. Aber sehen tue ich ihn nicht. Hier ist noch eine Kiste. Das ist sehr schön. Ups. Ich habe die Tür auf jeden Fall erfolgreich erschossen. Oh, hier ist einfach noch mehr Stuff. Oha, einfach noch ein Teil zum Modifizieren. Gut, ich habe hier so ein bisschen schon den Jackpot gezogen. Mist, es gibt hier keinen Ausgang. Dann halt Plan B. Warum geht die Tür nach innen auf? Nervig. Was ist Plan B, Milena? Ich höre nichts. Okay, Plan B ist, was Plan A eigentlich war. Ist er. Guck mal da hinten. Wow, shit, 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 shit. Oh nein, oh, das ist so furchtbar laggy. So, mal gucken, was der jetzt macht. Ah, das ist doch interessant. Ja, hier unten ist besser. Alter Schwede. Eieiei. So, und das müsste es doch eigentlich gewesen sein. Also, entweder hatte ich gerade tierisch Glück oder es ist halt einfach so, dass auch die hier nicht wirklich durch oder über diese Tore kommen.
Das müsste es jetzt auch gewesen sein. Geiles Bild. Kurz mal Fotosession. Oh, ist aber wirklich sehr schön hier. Wenn es nicht so laggy wäre. Dann mal ab in den Saloon. Könnte natürlich auch deswegen so laggy sein. Hatte ich ja schon eine Trillion Mal erwähnt. Mit diesem Loot Refresh Button. Wird einfach alles schon mal auf die Straße gestellt. Und ich glaube, ich muss das jetzt mal riskieren. Ich versuche mal kurz mein Auto zu holen. Und weiter geht's. Wird gerade so ein bisschen dunkel. Ich hoffe, das ist nicht der Nebel. So, ich glaube, da kann man auch nicht rein. Dann ab ins nächste Gebäude. So, dann versuche ich nochmal ganz schnell eben den einen Schrank hier schon mal mitzunehmen. So, dann jetzt nochmal. Ist ja gut, einfach am Synchronheulen. Jetzt nochmal ab ins Hotel. Boah, wie geil das aussieht hier. Geil, so ein olles Münztelefon. So, hier kann man noch nach oben. Und jetzt nochmal ab nach oben. Boah, das ist schon so ein bisschen gruselig hier. Okay, hier gibt es nochmal so eine Tür, wo man auch den Schraubenzieher und zwei Batterien braucht. Hätte ich das gewusst, hätte ich die natürlich gleich mitgebracht. Und noch ein Koffer, der schwarze dieses Mal. Und den kann ich dann ja eigentlich direkt hier oben runterwerfen. Ah, der Wolf ist das. Dachte gerade schon, das sind ja merkwürdige Geräusche. Toll. Okay. Ich hoffe, die hauen halt einfach ab. Jetzt sind die Wölfe nämlich doch hier. Ah, ein Fish Bucket Upgrade. Shit, wo finde ich denn die Pin? Ja, das ist doch die Bar hier. Spring mal kurz runter. Chidi, ich habe mir das Bein gebrochen. Ja. Und jetzt kann ich nicht mal rennen. So muss ich aber ja. Herzinfarkt. Natürlich, da war doch ja noch dieser Wolf. Ich habe aber einen Verband. Dann werde ich mir mal jetzt erstmal das Bein verbinden. Beziehungsweise mit ganz viel Glück. Oder ich probiere jetzt mal so eine Spritze aus. Für die jetzt eigentlich noch gut war. Ich hoffe, die Sachen kommen gleich mit, wenn ich die jetzt einfach aufs Auto schmeiße. Ist mittlerweile schon wieder hell geworden.
Ach, eine Spritze habe ich sogar gerade im Inventar. Dann mach doch einfach mal. Geht gar nicht. Okay, das ist ja blöd. Was kann ich denn machen? Alkohol, okay. Gut. Dieses hier kann ich auf jeden Fall machen. Also einfach nur Schmerztabletten nehmen. Yummy. Okay, die Pin, die Pin, die Pin. Glaube, das muss ich ein anderes Mal machen. Ich hätte ja alles hier, um das zu öffnen, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich die Pin nicht finde. Ich weiß halt auch nicht, ob die in diesem Gebäude ist. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich werde jetzt erstmal diese ganzen Sachen zum Auto schleppen und dann sehen wir uns nochmal wieder. Okay, das Auto ist beladen. Ich hoffe, es kommt auch alles mit. Aber ich möchte jetzt noch eine Sache probieren. Also mein Bein ist auf jeden Fall wieder geheilt. So lange hat das gedauert. Ich konnte nämlich auch nicht rennen. Aber hier oben gab es ja noch einen Raum, wo ich nicht reingegangen bin. Das checke ich jetzt nochmal ab. Und zwar dieses kleine Badezimmer. Schade. Okay. Leider habe ich es immer noch nicht gefunden. Ah, ich glaube, hier oben war ich noch nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob es in dem Gebäude dann sein sollte. Eigentlich schon, oder? Werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Von daher läuft mir das auch nicht weg. Aber es wäre natürlich schon nice gewesen, hätte ich das jetzt direkt mitnehmen können. So, nochmal hier oben alles abchecken. Einfach noch mehr Stuff. Gut, okay. Die kriege ich vielleicht noch mit drauf. Bin mir nicht so sicher. Okay, genau. So, was ich hier sagen wollte, bevor ich wieder mal abgelenkt worden bin von diesen Stühlen, ist, dass ich die andere Seite, da wo ich das jetzt zum Beispiel gerade zugebaut habe, dann einfach beim nächsten Mal. Ah, das sollte auch klappen. Beim nächsten Mal loote, wenn ich einfach hier bin. Denn vielleicht muss ich ja nicht mal die Seeker dafür erledigen. Weiß ich nicht. Probiere ich dann mal aus. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall alles nicht mehr in diese Folge passen. Also praktisch, Gebäude ist, glaube ich, zu. Aber dieses Gebäude hier, da kann man ja dann vielleicht. Oh, hier gibt es auch Mörser und Stößel. Interessant. Also dieses Gebäude hier auf jeden Fall und alles, was hier sonst noch so auf dieser Seite ist, dass ich das dann einfach beim nächsten Mal mache. Und jetzt werde ich nämlich erstmal versuchen. Ah, den Barhocker muss ich jetzt aber noch probieren. Natürlich, ob der noch aufgeht. Ich glaube, so einen habe ich auch irgendwo schon mal mitgenommen. So, fällt er da vielleicht noch so halb aufs Auto? Ah, perfekt. Dann dieses kleine hier vielleicht noch und dann soll das jetzt aber auch reichen. Hallo? Höre bitte. Ah, der will nicht. Na gut, dann stelle ich das jetzt einfach erstmal beiseite. So, und dann werde ich jetzt mal gucken, ob das hier überhaupt funktioniert, ob ich losfahren kann. Ich hätte vielleicht nochmal gucken müssen, ob da vorne die Tür aufgeht, aber ich glaube ja. Voilà. Oh shit, das war einfach so schlecht gepackt. Gut, das muss ich dann jetzt nochmal machen. Ich habe jetzt die anderen beiden Stühle einfach mal erstmal an die Seite gestellt. War da unten chillt ein Bärchi. Aber zumindest gehen diese jetzt mit. Die hole ich dann einfach bei der nächsten Runde mit ab. So, und dann geht es jetzt erstmal in die Base zurück. Und dann wird erstmal ausgepackt und eingerichtet. Aber ich werde mich dann jetzt hier erstmal von euch verabschieden. Hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht und vor allen Dingen, das hat aber lange gedauert. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit Ö.